Hilfe, möglicher Aufbau der Routine. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Routine aufzubauen. Eine Möglichkeit zeige ich hier auf. Voraussetzung für den Aufbau der Routine ist, dass der Hund einen Gegenstand aufnehmen und angeben kann. Hier hebt der Labrador einen Gegenstand auf. Er ist noch nicht ganz sicher in der Routine, aber das wird im Laufe der Zeit sich verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Der Gegenstand wird erst angenommen und dann kommt die Belohnung in Form eines Lobes und dann eines Leckerli aus der Tasche. Die zweite Routine ist, dass der Gegenstand zu jemandem getragen wird und an eine Person abgegeben wird. Dieser Gegenstand kann zu diesem Zeitpunkt ein Futterbeutel sein oder ein Spielzeug. Wichtig ist, dass die Person, zu der der Gegenstand getragen wird, sich auch wegbewegt, sodass der Hund sich dorthin bewegen muss. Der Gegenstand wird von rückwärts abgenommen. Der Hund muss überhaupt nicht dabei sitzen. Wenn er das von alleine macht, ist das in Ordnung. Und die Person, die dem Hund den Gegenstand gibt, bewegt sich auch erst mit in die Richtung, in die der Hund laufen soll. Der nächste Schritt. Ein Spielzeug wird vom Opfer zum Helfer getragen und dann vom Helfer angenommen und der Hund bekommt einen Futterbeutel. Dieser Futterbeutel wird dann vom Helfer zum Opfer getragen. In dieser Phase steht das Opfer noch. Der Hund bekommt, wenn er das Spielzeug gebracht hat, keine Belohnung, sondern sofort den Futterbeutel, der weitergetragen wird. Jetzt kommt direkt eine Erweiterung der Routine. Es wird wieder ein Spielzeug vom Opfer zum Helfer getragen durch den Hund. Der Helfer gibt dem Hund den Futterbeutel, vorher wird das Spielzeug angenommen und der Hund bringt den Helfer zum Opfer, der Helfer geht mit und das Opfer liegt hier bereits am Boden, das Opfer belohnt wieder. Und wenn der Hund sich von alleine noch nicht auf den Weg macht, dann kann er auch nochmal gerufen werden. Bellen und das Drehen als Meldesignal, um für den Helfer ein klar erkennbares Signal zu haben, durch das der Hund informiert, hier braucht jemand im Haus Hilfe, habe ich hier eine Routine verwendet, die aus zwei Elementen besteht. Einmal das Bellen durch das Kommando Laut und die Rechtsdrehung durch das Kommando Twist. Natürlich lassen sich hier auch je nach Hund ganz unterschiedliche Routinen einbauen und verwenden. Diese Routinen werden gesondert geübt und zu einem späteren Zeitpunkt dann eingeführt, wie wir es hier machen. Sie sind noch nicht sicher beherrscht, das spielt an dieser Stelle überhaupt noch keine Rolle, aber der Hund versteht die Zusammenhänge schon. Hier üben wir nochmal, bevor der Hund losgeschickt wird, einmal das Bellen, dann kommt gleich die Drehroutine dazu, das Twist. Und hier wird noch mit dem Leckerli geholfen und das ist völlig in Ordnung, das Leckerli wird später ausgeschlichen. Nimmst es ab. Futterbeutel. Zeig mir, wo ist es? Zeig's mir. Auch kleine Hunde können Hilfe holen. Ich möchte hier zeigen, dass es völlig unabhängig ist von der Größe des Hundes. Wenn der Hund sich frei im Haus bewegen kann, ist es möglich für ihn, andere Personen zu informieren, egal wie groß der Hund ist. Und das werden wir hier sehen. Wir stellen uns folgende Situation vor. Das Kind spielt zum Beispiel irgendwo im Zimmer, im Haus ist noch eine andere Person, ein Erwachsener. Und mit einmal kriegt das Kind zum Beispiel eine Unterzuckung,
und kann sich nicht mehr selber helfen. Wir haben den Hund, der in dem Zimmer des Kindes ist und dort einfach auch freie Zeit hat, entspannt hat. Der guckt nach, merkt, dem Kind geht es nicht gut und er hat gelernt, Hilfe zu holen. Das heißt, er rennt los, rennt durchs Haus, findet eine andere Person im Haus, meldet diese andere Person zum Beispiel durch Ziehen am Arm oder an Kleidung oder durch Bellen und die Person wird durch den Hund dann geführt. Die Person wird durch den Hund geführt zu dem Ort, wo das Kind ist, wo Hilfe gebraucht wird. Der Hund bewacht das Kind dann nicht, sondern gibt das frei, dass der Helfer sich um dieses Kind in dem Fall kümmern kann.